damit das Beste für die territoriale Integrität der Ukraine erreicht sein würde. Das könnte Putin sein. Yo, my beautiful people, it's your boy again, Shady Shady, one and only guys. Ich bin Shady Shady and Zigga. Today we are back, guys, with more fun videos. Today is Merkel, a crossing between Lady Gaga and King Jong-un. So without saying too much, guys, we are going to go straight to action. Let's have fun with this one, guys. And also, guys, if you're wondering where I've been, I'm going to show you. I've been so very busy on my main channel because, you know, most of my other channels are spin-offs of my main channel. So I've been here busy, guys. So much going on in London. So you can check me out here on Shady Shay if you want to. Otherwise, let's have fun. Let's have fun. Bei aller manchmal berechtigten Kritik, die wir sonst an dieser Stelle gerne äußern, diese Woche muss die Kanzlerin aber echt mal arbeiten für ihr Geld, Freunde. Was haben wir da alles? Krisendiplomatie in der Ukraine. Heute mit Hollande Schneckenfressen an der Ostsee. Plus der elende Europawahlkampf, der natürlich nach wie vor keine Sau interessiert. Aber zum Glück, und das ist der Vorteil unserer Kanzlerin, ist diese Frau in jeder Situation multitaskingfähig. Dass damit das Beste für die territoriale Integrität der Ukraine erreicht sein würde. Wait. What was that expression on her face? Das Beste für die territoriale Integrität der Ukraine erreicht sein würde. Das könnte Putin sein. Mit Sicherheit. Wir können auch unterbrechen. Russia Putin, that messaged you. She said, Ukraine, they're going to do what they can do for Ukraine's independence. And she's like, Apple rings. Is that Putin? No. Das könnte Putin sein. Mit Sicherheit nicht. Wir können auch unterbrechen. Mit Sicherheit nicht. Nee, das war die NSA. Die wollten, dass sie lauter redet. Oh Gott. Das war zu einfach. Ja. Nice one. Vielleicht war es auch nur eine Handyfirma, die ihren Partnervertrag andrehen wollte. Nein, die Merkel, die kann einem wirklich leid tun in diesen Tagen, weil sie tatsächlich im Wahlkampf über die ganzen Marktplätze tingeln muss von Stadt zu Stadt. Und dann muss sie jedes Mal sagen, das hier ist die tollste Stadt von allen. Neulich in Güstrow. Wieso ist Güstrow schon ein Lacher? In Güstrow ist ihr das so ein bisschen missglückt. Naja, also erstmal hoffe ich, dass ich um 20.45 Uhr nicht mehr in Güstrow auf dem Marktplatz stehe. Ja. Why? Ich möchte in Güstrow zu keiner Zeit auf dem Marktplatz stehen. Why? Ne? What is wrong with Güstrow? What is wrong with Güstrow, guys? Let me know. She said at 8:45 p.m. she hopes not to be in Güstrow. Okay, that doesn't sound very good. But I guess she meant she needed to leave and be some... Anyway, let's see. Ja. Hart, Alter. Das sagt die den armen Güstrow-Wesen so ins Gesicht. Ja? Dabei ist sie da empfangen worden. Wie eine, ja, ich weiß nicht, wie eine Kreuzung aus Lady Gaga und Kim Jong-un. Und da ist die Frau, der wir alle vertrauen, die Deutschland durch alle Krisen führt. Die Bundeskanzlerin. Und hier ist die Frau, die absolut keine Ahnung hat, in welchem Dreckskraf sie gerade spricht. Und der das Thema Europa meilenweit am beigen Hosenanzug vorbeigeht. So, Freunde, die nächste Fahrt geht rückwärts. Dabei sein! That was a blunder on her side. A blunder. Ja. A blooper. Das ist die Realität des Europawahlkampfs. 4-5 solche Termine am Tag. Das ist wirklich brettart, diese Art Wahlkampf da. Es ist kein Wunder, wenn man zwischendurch mal sagt... Mensch, lass mich in Ruhe. Ja, eben. Komm, was ist denn los? Ja, aber sie hat keine Wahl. Sie muss sich so reinhängen, die arme Frau. Denn der sogenannte Spitzenkandidat der CDU im Europawahlkampf ist ja... Ach, hören Sie selbst. Die Ukraine ist ein souveräner Nationalstaat und die Ukraine hat ein Recht darauf, dass ihre territoriale und Ist egal, du hast es versucht. Du hast es versucht. So. Aber guess. He was so shook. He was trying to talk about Ukraine and talk about his sovereignty and he's thinking of Putin. He was scared. Alistair, so.
Ja, aber gestern hatte der Europawahlkampf wirklich seinen emotionalen Höhepunkt. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der EU gab es ein TV-Duell der Stars, der beiden wichtigsten, prominentesten Spitzenkandidaten. Und zwar, na hier. Der mit der Glatze von den Sozialdemokraten und mit der Brille von den Christdemokraten. Juncker. Genau. Die beiden wollen Kommissionspräsident werden. Und uns wird ja immer noch vorgegaukelt, wir dürften den dieses Mal direkt wählen. In Wirklichkeit bestimmen das natürlich wie immer die Staatschefs. This guy, Juncker, if you ask me, I believe he was the sole reason that Brexit actually happened. He made some terrible comments days before the Brexit vote. And in the Brexit vote, the polls showed that more people are going to vote to stay than leave. So there was going to be more Remain voters than leave. But after his stupid comments of trying to make the UK scapegoat for having a referendum, the whole thing changed. And that's how people left. So, voting this man in, good luck. Biden wollen Kommissionspräsident werden. Und uns wird ja immer noch vorgegaukelt, wir dürften den dieses Mal direkt wählen. In Wirklichkeit bestimmen das natürlich wie immer die Staatschefs hinter verschlossenen Türen. Dreiste Vortäuschung von Demokratie nennt man das. Und beim sogenannten Duell haben die sich eigentlich nur bei einem Thema wirklich in die Haare gekriegt gestern. Okay. Zuerst einmal möchte ich einwenden, dass ich es nicht akzeptiere, dass hier gesagt wird, ich werde 60 Jahre. Okay. Ich bin nämlich 59 Jahre, so wie der junge Herr. Ich bin erst 58, so war auch einer. Sie sehen aber wie 59 aus. Selber 59. Are you for real? Wait, are you joking? Are you kidding me? That would became a topic. That became a topic for... Sie sehen aber wie 59 aus. Selber 59! Gar nicht! Immer ein Jahr jünger als wie du. Ja? Ja. Hätten sich mal beim Thema Rettungsschirme so offensiv gestritten. In Wirklichkeit verstehen die beiden älteren Herren sich natürlich blendend. Wo haben die sich eigentlich kennengelernt? Ich habe Martin Schulz hinter verschlossenen Türen kennengelernt. Wir sind uns zum ersten Mal in abgedunkelten Räumen begegnet. Zu viel Information. Oh. We met each other in the darkened room. First time I ever met him was behind closed doors. That does not say very well about you. That does not say very well about your type of democracy. Because I'm telling you, like, okay, I'm not here to criticize anyone. We're just here to have a good time. This was actually funny. Like, Heute Show. Now they deserve more accolades. These guys deserve more accolades for what they do. For the way they bring out truths and bring out the comedic side of it. Yeah, it's just so amazing. Germany, big up to you guys. Thank you. Dankeschön. Anyway, guys, I'm going to catch your next video. I hope you enjoyed this one. I'm going to see you soon. Love. Peace out. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shines in my way. You are me. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shines in my way.